Videoclips grundsätzlich zu machen, sind sehr teuer. Oder? Und das ist eigentlich so etwas, wo du als Musiker oder in einer Band, wo du nicht darum herumkommst, irgendwann mal einen Videoclip zu machen. Oder? Und wenn du das natürlich mit einer Maturarbeit von einem Kollegen kannst bedingen, wo sowieso irgendetwas muss machen für die Schule, dann ist das natürlich optimal. Und zuerst mal etwas sehr Wichtiges ist einmal der Ort irgendwie. Wir haben einen coolen Ort gesucht. Wir haben eben zuerst mal gedacht, dass wir gerne würden irgendwie noch eine Geschichte parallel zu der Band laufen irgendwie, gell? Also. Ja, eine Geschichte mit richtig tiefem Inhalt und zu einem tiefen Song. Und was eigentlich das Schwierigste war, ist die Lokalität zu organisieren. In den Pool den Videoclip zu drehen, haben wir eigentlich schon vergessen. Ich habe auch andere Sachen rumgestudiert. Weil man denkt, ja, das geht nicht. Oder Stefan hat schon überall angerufen in Bern und irgendwelche Freibäder im Ego. Und eben, entweder sie waren nicht offen, etwas oben voll Schnee. Und dann haben wir das Büro angerufen. Wir haben das Büro. Ja, genau, wir haben das Büro angerufen. Also ich habe das Büro angerufen. Weil du hast eigentlich, Stefan hat auch schon das Büro angerufen. Es haben auch nicht nur wir, sie haben schon sehr viele andere zu büchern. Ja, vielleicht haben sie eine Woche lang Stecker rausgezogen, weil so viele andere ja. Per Zufall war eine dort, die dann das Telefon abgenommen hat und hat gesagt, hallo, es ist niemand da. Und ich sagte, okay, könntest du mir wenigstens irgendwie das Telefon vom Badmeister oder so geben, was sie dann gemacht hat. Und dann habe ich dem angerufen und dann hat gesagt, hallo. Er hat gerade wirklich von Anfang an eingewählt und gesagt, ja, das sei super, dass das junge Leute so machen. So. Bei ihm hat es noch kein Wasser im Pool. Er hat dann noch einen Termin abgemacht und wir das Bad anschauen. Eben, wir befinden uns hier in Büren an der Aare im Schwimmbad. Es ist der Monat April. Es hat wenig Wasser, bis fast kein Wasser mehr hier in diesem Schwimmbad Büren an der Aare. Und hier, genau hier, Videoclip das erste von Murphy sind. Jetzt kannst du vielleicht mal den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, wenn ich sage, wenig Wasser, was ich damit eigentlich meine, und schnell mal die kurze Panorama unterbrechen. Wie ihr hier seht, bin ich hier an meinem Storyboard am machen. Es ist harte Arbeit, es braucht viel Zeit. Und ich bin hier die ganze Geschichte am aufbauen, so dass es wirklich gut aussieht. Und dass wir nachher einen richtigen Einblick haben, wie wir das machen müssen. Und wir werden voraussichtlich am Samstag filmen, das heisst, gutes Wetter angesagt, hoffentlich geht's gut. Wir haben jetzt gefilmt. Drei Teile. Es ist heiss wie eine Sau. Wir schwitzen und wie es nicht schon genug wäre, haben wir auch noch die extremsten Lampen im Hintergrund, oder? Wer macht das schon? Ja, es ist etwa 12 Uhr jetzt, Mittagszeit. Die anderen zwei sind noch etwas zu essen geholt, für ein bisschen zu stärken. Und jetzt am 1 so kommen etwa die Statisten. Das weiss man noch nicht genau, wie viel das kommen. Wie viel sind es? Etwa 15 so im Ganzen. Und nachher gibt es eben die Kettenreaktion, die wir dann noch machen. Dort hier können wir zum Glück als Band ein bisschen Pause machen. Das ist gut. Und sind gespannt, wie schauspielerisch talentiert dass die jungen Männer und Frauen sind.
wo er am Boden liegt, also der Badmeister, und nachher rauffliegt, also zurückfliegt. Und das Schwierige ist halt einfach, dass wenn die Story so rett aufgezählt wird und nur in kleinen Stücken in den Verhältnissen. Ja, ich bin am Zelt. Ja, einfach so in kleinen Stückchen ins Video eingebaut wird. Dann versteht man die Handlung nicht. Oder? Also man hat es geschaut, dann ist vorne nicht rausgekommen. Und aus dem Grund hat Stefan auch gefunden, wir nehmen es wieder raus. Und jetzt ist es eigentlich rein ein Videoclip, wo nur wir drin vorkommen, ohne Side-Story. Und an dem Punkt ist sorry für all die Statisten. So, genau, weil die sind wirklich extra. Zum Teil haben wir die angerufen und gesagt, hey, willst du mal einen Videoclip mitspielen? Und ich habe eine riesen Freude gesagt, ja, ich will auch. Und das Wägel war wirklich super, das haben wir hier irgendwo vom René, von seinem Vater, können haben. Und das hat so, wenn man es vorne tun hat, ist es gefahren. Und das ganze Schwimmbad, ein bisschen schräg ist, haben wir dann super können Rallye fahren können. All my bitterness is